Wer sich etwas mit der Schachabteilung auskennt, meine Damen und Herren, der weiß, in den letzten Jahren hat Werder Bremen den Leistungssport sehr hochgestellt, sind deutscher Meister gewesen, immer im Europapokal tätig. Nun hat der Verein respektive die Schachabteilung eine Abkehr von diesem Leistungsprinzip, von diesem absoluten Leistungsprinzip betrieben und geht mehr in die Breite. Das heißt, der Nachwuchs wird gefördert, junge Spieler sollen aus der eigenen Reihe nach oben gezogen werden oder auch verpflichtet werden. Einer davon, eine Neuverpflichtung der Schachabteilung, ist der 15-jährige Matthias Blühbaum, seines Zeichens der jüngste IM Meister in Deutschland, und wir haben uns näher mit ihm beschäftigt. Werder Bremens Denksportler bekommen Verstärkung. Die grün-weiße Schachabteilung wartet auf mit einem neuen Konzept. Und zwar sollen in Zukunft nicht mehr eingeflogene Profis aus dem Ausland die Rolle spielen. Nein, der Nachwuchs wird gefördert. Mit der Verpflichtung des deutschen U18-Nationalspielers und Schachprinzen Matthias Blühbaum ist ein großer Schritt in diese neue Richtung gelungen. Nun für Sie im aktuellen Interview Potpourri die 15-jährige Lemgoer Nachwuchshoffnung mit Vater Karl-Ernst Blühbaum und Werders Abteilungsleiter Schach Dr. Oliver Höpfner. Ja, wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit Matthias eben einen Spieler zu verpflichten, der eben halt sehr viel Perspektive hat. Er ist im Moment der jüngste internationale Meister Deutschlands und war auch Mitglied in der Prinzengruppe, einer Auswahlgruppe des Deutschen Schachbundes. Und wir hoffen eben halt wirklich sehr, dass wir mit Matthias eben halt einen Spieler für den Verein gewonnen haben, der also auch uns in den nächsten Jahren viel Freude machen wird und der bei uns dann eben halt auch seine nächsten schachlichen Schritte eben halt gehen wird. Er hat ja das Ziel eben halt auch den Großmeistertitel, und da wollen wir ihn natürlich auch als Verein entsprechend unterstützen. Also mein vorheriger Verein war ja Hansa Dortmund, und der ist ja jetzt abgestiegen aus der Bundesliga, und ich wollte eigentlich schon im Verein bleiben, der in der Bundesliga spielt eben. Und Bremen war jetzt eigentlich so das geografisch gesehen noch fast das Nächste eigentlich, was da noch zu machen war. Und hat natürlich auch sehr gute Spieler halt im Verein, deswegen ist es wahrscheinlich so eine gute Wahl, dachte ich. Also ich glaube, ich spiele so seit ich 6 bin Schach. Und das liegt halt daran, dass im Prinzip meine ganze Familie Schach gespielt hat. Ja, und dann, also mein Vater hat, glaube ich, damit angefangen. Und dann kamen eben meine Schwestern, haben auch, also 2 davon haben auch Schach gespielt. Und dann bin ich halt auch dazu gekommen irgendwann. Ja, er ist natürlich auch ein relativ guter Schachspieler. Also hat so eine Elo von 2200. Ja, der hat mir am Anfang halt auch immer wirklich weitergeholfen, glaube ich. Also am Anfang war er doch ein bisschen mein Trainer mit. Also jetzt nicht mehr wirklich, aber. Insofern hatte ich eigentlich nie so gedacht, dass meine Kinder mal mit dem Schachspielen anfangen würden. Aber durch einen Zufall hat sich das ergeben, dass meine älteste Tochter, die Bettina, mit dem Schachspielen angefangen hat. Da haben wir das im Endeffekt noch nicht ganz so ernst genommen. Und aber als dann auch unsere Johanna, die Drittälteste, dann sich für Schach interessiert hat, da haben wir dann im Grunde schon mehr Zeit aufgewendet, auch so für häusliches Training und für irgendwelche Meisterschaften. Naja, und dann war es dann im Endeffekt für Matthias so als Nachzügler dann, der ist natürlich dann sehr früh mit dem Schach angefangen, mit 6 Jahren, und dann sah das Ganze dann für den ganz anders aus. Der ist ganz anders gestartet als zum Beispiel damals die Bettina, die Älteste. Aber alle haben eigentlich so, also die beiden Mädchen, so eine Zahl so knapp unter 2000 erreicht. Und ja, gut, bei Matthias lief es dann im Endeffekt ein bisschen anders. Also jetzt nicht komplett aggressiv, also ich spiele jetzt nicht immer unbedingt auf Angriff, wenn ich da jetzt auch sehe, dass das nicht wirklich funktioniert, aber ansonsten, ich versuche halt auf jeden Fall immer zu gewinnen, und es hängt eben dann von der Stellung ab, wie ich das mache. Also ich denke mal, dass er jemand ist, der vielleicht jetzt nicht unbedingt mit beliebigen Risiken spielt, sondern vielleicht eher solide Stellungen anstrebt, vielleicht eher ein Positionsspieler.
aber im Endeffekt habe ich auch schon oft gesehen, dass er eben sehr schnell rechnet und also auch in der Lage ist, komplizierte Stellungen gut zu spielen und vor allen Dingen auch, glaube ich, die Zeit ganz gut einteilen kann. Ja, also ich war natürlich jetzt bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, ich bin einmal halt Vizemeister geworden und jetzt bin ich letztes Jahr ja auch bei den U18-Meisterschaften, also zwei Altersklassen höher, als ich eigentlich gestartet wäre, bin ich halt nur Dritter geworden, obwohl ich halt die ganze Zeit eigentlich vorne gespielt habe. Ja, dann noch Dortmund vielleicht letztes Jahr habe ich halt relativ gut gespielt, habe ich sogar fast die GM-Norm, nur um einen halben Punkt bin ich dran vorbeigekommen, obwohl ich eigentlich nur die EM-Norm haben wollte. Die hatte ich schon nach 6 Runden. Ja, also ich wollte natürlich auf jeden Fall jetzt erstmal hier eine gute Saison spielen. Aber generell in Schach habe ich mir natürlich auch mal vorgenommen, irgendwann mal einen Großmeistertitel zu erreichen. Ich bin ja jetzt internationaler Meister, also IM. Ja, und das wäre eigentlich so mein nächstes Ziel, irgendwann das mal zu schaffen. Deutschlands Nachwuchshoffnung Matthias Blühbaum beim SV Werder. Wie geht es weiter, Herr Dr. Höpfner? Naja, wir möchten letztendlich eben halt ihn auf allen Ebenen. Einmal trainingsmäßig wird es so sein, dass er eben auch sicherlich weiter mit dem Matthias Kreimann zusammenarbeiten wird. Aber wir werden dann auch eben halt entsprechende Turnierteilnahmen werden wir auch entsprechend unterstützen. Und wir haben ja auch vor, im Jahr 2013 hier ein entsprechendes Großmeisterturnier zu machen. Und wir hoffen dann eben halt sehr, dass Matthias dann an so einem Turnier dann eben halt auch teilnimmt, um dann entsprechende Normen eben halt zu erzielen. Aber wie gesagt, wir erhoffen uns eben halt wirklich ganz allgemein, dass eben halt die ganze Arbeit bei uns im Verein eben halt auch belebt wird, dass vielleicht Matthias eben halt auch als ein bisschen als Vorbild wirkt für unsere Jugendlichen, dass wir irgendwie es auch mal schaffen, mal gemeinsame Trainingsseminare mit unseren Jugendlichen zu machen. Und ja, also wir erhoffen uns da also sehr viel. Also nicht nur für den Bundesliga-Bereich, für den natürlich auch, sondern eben halt für den ganzen Verein. Nun denn, willkommen in Bremen, Herr Blühbaum. Und gut Holz für die Zukunft an der Weser. Ja.